zweiten Teil dieser kleinen dreiteiligen Zugseilserie. Mein Name ist Manuela Dierkes und ich bin dein Triathlon-Coach. Heute im zweiten Teil geht es um schwimmspezifisches Krafttraining mit dem Zugseil. Wichtig ist immer noch, dass wir ein leichtes Seil haben, aber der Trend geht zum Zweizugseil, dass ihr, wenn ihr euch steigert oder auch mit verschiedenen Wiederholungen, ruhig die Zugseilstärke wechseln könnt. Also wenn ihr euch zum Beispiel zuerst ein zu schweres Zugseil angeschafft habt und dann ein leichtes, ist das jetzt gar nicht schlimm. Das könnt ihr nämlich jetzt zum Einsatz bringen, dass ihr das mal mit dem schwierigen Zugseil auch am Anfang ausprobiert und dann, wenn ihr merkt, dass ihr sehr unsauber werdet, auf das leichtere Zugseil wechselt. Wie das Zugseil befestigt wird, alles rund ums Zugseiltraining überhaupt, habe ich euch in dem ersten Video, mal gucken, ob ich euch das verlinken kann, das setze ich euch nochmal oben in die Ecke, in den ersten Teil, und ansonsten legen wir los. Wir haben 6x eine Minute Belastung und auch eine Minute Pause dabei. Wir arbeiten in Echtzeit, dass ihr wirklich direkt mitmachen könnt. Meinetwegen könnt ihr zwischendurch auch einmal immer weg vom Bildschirm, aber dann, wenn es piept, wiederkommen zu dem nächsten Teil der Übung. Und wir starten mit unserem schwimmspezifischen Krafttraining. Auf geht's! Diesmal mit Schwung. Schnappt euch das Seil. Und auf geht's. Grundposition ist eingenommen. Füße weiter wie hüftbreit. Knie sind gebeugt. Po ist hinten. Rücken ist gerade. Und diesmal dürfen wir ein bisschen zügiger arbeiten. Ellbogen nach außen. Hände sind unter der Schulter und wir ziehen gerade nach hinten durch. Bis das Ellbogengelenk hinten gestreckt ist, Daumen am Körper bzw. am Oberschenkel und dann geht es unterm Körper wieder zurück. Jawohl. Sehr gut. Wir arbeiten zügiger und holen Schwung aus den Armen heraus, nicht aus den Oberkörper. Schaut, dass ihr nicht so mit dem Oberkörper wippt, sondern der Rücken ist immer noch gerade. Lange Züge lassen, auch wenn die Kraft hinten ein bisschen nachlassen sollte. Bleibt bei dem kompletten Zug. Sehr gut, das war die erste Runde von 6x eine Minute. Diesmal haben wir bei dem schwimmspezifischen Krafttraining auch eine Minute Pause. Die Belastung ist höher, eine Minute Belastung, eine Minute Pause. Also ein bisschen Zeit, um alles mal auszubockern. Und vielleicht fällt euch auf, wer den ersten Teil geschaut hat, dass die Übungen jetzt genau die gleichen sind. In genau der gleichen Abfolge. Diesmal mit einer Minute Belastung. Wir haben schon von der Belastungszeit eine viel größere Belastung für das Training und durch die Bewegungsgeschwindigkeit einen ganz anderen Trainingsreiz. So machen die Details manchmal einen großen Unterschied. Zweite Runde, zweite Minute, schnappt euch das Seil. Grundposition, wieder einnehmen. Arme sind gestreckt, Daumen klemmt das Seil ein und wir arbeiten im Wechselzug. Einmal rechts, einmal links. Mit Schwung. Ihr könnt die Arme richtig hin und her pendeln. Das muss nicht mehr was mit Abschlagschwimmen zu tun haben. Und versucht den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen. Und damit stabilisiert ihr den Rücken. Arme holen Schwung. Stellt den Ellbogen vorne. Zieht durch. Jawohl. Ellbogen bleibt die ganze Zeit vorne. Nicht in diesen Tütengriff am Zugseil und Ellbogen nach hinten, sondern vorne lassen. Die ganze Zeit. 20 Sekunden noch. Flache Hand, Abdruck nach hinten. Lang bleiben. Einmal noch. Und Pause. Super gut. Da kann eine Minute schon lang werden. Wie gesagt, wenn ihr merkt, ihr werdet ein bisschen kräftiger, könnt ihr gerne davon auch mal mit einem anderen Zugseil arbeiten. Oder ihr startet diese Minute mit einem schwierigen Zugseil und wechselt innerhalb der Minute, wenn ihr merkt, es wird schwerer, Seil fallen lassen, das Schwere auf das leichte Zugseil wechseln und dann damit weiterarbeiten. Gut. Einmal ruhig in die Dehnung rein. Und wir haben wieder Doppelarmzug.
Schnappt euch das Seil. Grundposition einnehmen. Versucht mich mal ein bisschen vom Winkel etwas anders zu euch hinzustellen, dass ihr noch mehr auch beobachten könnt. Aber nicht nur die Übung vom Sofa aus anschauen, ne? Selber auch mitmachen. Also Handfläche ist gerade, Kopf ist unten, Rücken gerade und wir sind wieder beim Doppelzug. Mit Schwung. Hopp. 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 Versucht in den Rhythmus reinzukommen. Bei allen zyklischen Bewegungen ist immer Rhythmus eine goldene Regel. Dass ihr euch richtig selber das auch sagt, wie 1, 2, 3, hepp, ruhig, hopp. Und hopp. Wunderbar. Bleibt stark, holt die Kraft aus dem Rumpf heraus. Versucht nicht beim Ziehen zu sehr einen Buckel zu machen, sondern gerade zu sein. Bauchnabel einziehen, festmachen, Bauchspannung. Und Ellbogen nach außen, kommt. Letzten 10 Sekunden. Breit bleiben. Ellbogen ist der weiteste Punkt. Einmal noch. Schön lang. Und immer auch. Puh. Sehr gut. Hälfte haben wir. Und was so kleine 6 Minuten ausmachen, das ist ein Riesenunterschied. Da denken manche, ach, jetzt brauche ich das auch nicht. Schwimmtraining fällt euch auf. Ich kann nichts machen. Pool hat geschlossen oder sonst irgendwas. Stellt euch zu Hause hin. Macht diese 6 Minuten. Und natürlich könnt ihr damit nicht komplett eine Schwimmeinheit ersetzen, aber ihr seid in der Bewegung drin, habt die Arme belastet und das ist Gold wert, auch wenn es nur 6 Minuten sind. Die machen nachher den Unterschied. Gut, nächste Runde. Wir arbeiten mit einer Seite. Nur der rechte Arm zieht, der linke bleibt vorne gestreckt liegen. Grundposition einnehmen. Linker Arm ist gerade, ne? Der hält euch oben. Nochmal tief durchatmen. Und dann bei Signal geht's los. Rechter Arm schön lang hinten bleiben. Ellbogen weit außen. Schwung in die Bewegung reinbringen. Hopp. Und hopp. Gott, lass den Rücken flach. Lass die Beine gebeugt. Bei dem einarmigen Ziehen merkt man auch immer schön seine Seitunterschiede, sei es in der Kraft oder auch in der Technik. Wechseln noch mal ein bisschen. Der Arm zieht durch. Guckt, dass ihr hinten am Oberschenkel bleibt. Lang durchziehen. Versucht, die Hand flach zu lassen, nicht den Griff zu nehmen. Wunderbar, die letzten Wiederholungen, nur mit dem rechten Arm, zieh durch, lang bleiben, nicht am Zug, Länge kürzen, sauber, 2 Minütchen haben wir noch, einmal Doppelarmzug in der nächsten Wiederholung und dann nur der linke Arm und dann sind wir schon durch mit dem kleinen Programm. Gott, locker zwischendurch, ne? Einfach mal reingehen, ganz entspannt. Oder auch einfach mal tief atmen, in die Dehnung rein. Sauber. Immer auslockern. Das ist die Schwimmerbewegung, die man auch bei den Wettkämpfen, den Schwimmer vor ihrem Startblock stehen, sehen. Wer aus dem Schwimmsport kommt, weiß das. Und die Triathleten haben es vielleicht schon beobachtet. Gut. Wir arbeiten mit beiden Armen. Ein letztes Mal. Grundposition. Rücken gerade. Po nach hinten. Spoilermäßig raus. Und zieht. Macht euch breit. Ellbogen nach außen. Wunderbar. Wollt einen Schwung reinbringen. Nutzt die Kraft aus den Armen. Checkt immer mal, verfolgt eure Hand. Sind die noch unten?
unter den Schultern, meine ich. Lang bleiben. 20 Sekunden noch. Durchziehen. Letztes Mal. Spannung aus dem Körper holen. Und hab. Und hab. Und hab. Letzten 5 Sekunden. Letzte Wiederholung. Eine noch. Jawohl. Super. Sehr gut. Da geht sogar die Herzfrequenz nach oben. Dehnung reinbringen. Ja, und auch die Arme mal hinten nach oben. Versucht mit der Atmung ein bisschen runterzukommen. Tief Luft holen. Und dann bereitet euch langsam auf den letzten Teil vor. Nur der linke Arm in der letzten Runde. Jetzt wollen wir noch immer alles geben. Fokus da rein. Einarmig. Linker Arm, der hat noch die meiste Power jetzt. Arme sind gestreckt. Immer wichtig, mit einer guten Grundposition starten. Das ist die Voraussetzung für eine saubere Übung. Rücken gerade, Kopf wird gehalten und ist unten. Und wir starten auf Signal. Zapp, los geht's. Und hab. Und hab. Und hab. Ja? Rhythmus aufnehmen, lange Arm. Haltet den anderen ruhigen Arm auch gerade, auch mit einem gestreckten Ellbogen, mit Spannung dabei. Und ihr werdet selber sehen und spüren, wie das innerhalb von einer Minute schwerer wird. Am Anfang denkt man, oh, ist doch ein Klacks. Das schaffe ich sauber. Und dann wird es zum Ende der Minute ganz schön lang werden. Deshalb, ihr könnt auch gerne mit 30 Sekunden starten, schwungvoll und sauber. Dann auf 40 Sekunden steigern, 50 Sekunden. Und am Ende seid ihr bei einer Minute Belastung. Wir jetzt auch. Letzte Wiederholung. Super. Eine Minute Belastung reicht vollkommen aus. Auch die Experten darunter. Steigert das gar nicht groß zu längeren Belastungszeiten, dann variiert er wieder mit der Wiederholungszahl oder mit einem stärkeren Zugseil. Ansonsten sage ich, das war's. Ihr habt's geschafft. Schwimmspezifisches Krafttraining mit dem Zugseil. 6 effektive Minuten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Denn dann geht es um komplexe Schwimmübungen bzw. um komplexe Übungen mit dem Zugseil. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann und bis bald, eure Manu.